Hallo, guten Morgen auf unserem Radweg. So, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Heute ist Dienstag, der 4. Nein, der 5. Juni, Tag 3 unserer Reise. Wir sind jetzt von Kronach losgefahren, heute Morgen um 8. Und fahren jetzt, also wir waren mittlerweile schon einkaufen im Lidl, wir haben also Frühstück geholt. Wir haben Frühstück geholt. Verena sagt mir gerade, wir haben Tag 4. Samstag, Sonntag, Montag, ist stimmt, wir haben Tag 4. Okay. Waren beim Lidl. Wir haben Vesper geholt. Schönes Radler habe ich geholt. Schön kalt. Und jetzt fahren wir seit Kronach. Also seit 10 Kilometer jetzt. Ich weiß nicht, das hört man im Hintergrund wahrscheinlich. Aber so eine scheiß Bundesstraße her. Und die ist saumäßig laut. Ich habe mir jetzt echt überlegt, ob ich die Anmoderation überhaupt schon machen soll jetzt für den heutigen Tag. Aber nee, ich denke, ihr solltet das auch mitkriegen, dass es Radtour Oberfranken nicht nur idyllisch durch den Wald geht, sondern ab und an mal auch mal durch die überwandte Bundesstraße entlang. Okay. Morgen. So. Du hast wieder blöd angelotzt mit der Kamera in der Hand. Ist halt so. Gott, Verena, die ist wieder irgendwo JWD. Ganz weit hinten. Wir haben heute 60, 65 Kilometer Tour vor uns bis nach Joditz an den Campingplatz. Wetter momentan ist noch sehr bewölkt, sehr windig. Natürlich ständig Gegenwind. So wie es halt immer sein muss beim Fahrradfahren. Wir beißen uns aber trotzdem durch, eh bloß im Notfall. Das heißt, wenn es gar nicht mehr geht mit dem dahinter, da wo er schon richtig nach hinten zieht. Und wenn wir auf der Straße entlang fahren müssen, was auch immer einige Strecke gibt. So. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen soll, deshalb genießen wir die Landschaft hier. Kötteltalsperre. Sammeln sich da die Köttels? Ich weiß auch nicht. Und immer geht es unserem roten Zeichen auch. Radrunde Oberfranken. Schaut, da kommt auch die Verena. Oh, da kommt auch Gegenverkehr. So, jetzt müssen wir links. Ja. Wir hoffen, dass wir jetzt mit der Hauptstraße wegkommen. Wir fahren jetzt in das Tal dahinter. Das heißt davor. Und dann immer Richtung Tourismushaus Oberes Roddachtal. Und wenn wir dann mal eine Weile gefahren sind, melden wir uns wieder. Ja, die steht super. Guck in dem Imbiss drin, sind am Fressen.
Hier geht's lang. Zwei Croissants. Und einen Kaffee. Und einen Kaffee. Jawohl. Und bei mir gibt's ein Schinken-Croissant. Und eine Apfeltasche habe ich da noch drin. So. Schinken-Croissant und Apfeltasche. Und Verena hat gesagt, ich soll heute auch zwei Sachen mitnehmen, weil ich gestern habe ich gemerkt, dass ich nur eins gehabt habe. Gell? Ja. Mahlzeit. Kaffee. Kalt. Ist der nicht kalt? Nein. Mein Puls ist in Wallung, glaub mir's. Jetzt guck mal, ein Papa steht. Was steht denn hier? Übrigens, 3 Tage, 2 Zecken habe ich schon gekriegt. Muss auch mal erwähnt werden. Man hat immerhin viel Spaß zum Säugen. Muss ich rausschneiden. Wenn man im Flow ist, dann ist man im Flow. Also ich. So. Die zweite Spitze geschafft. Jetzt sind wir oben auf 620 Meter wieder. Sau gut. Und wenn wir mal rauskommen, zeige ich euch mal den absolut geilen Ausblick. Wobei der ist ein bisschen arg neblig. Gell? Eigentlich sagen sie, ab 2, 3 wird ein bisschen Sonne voraus. Aber momentan ist es sehr durchwachsen, was uns ja zugute kommt. Durch die Bergefahrerei. Da schwitzt man nicht ganz so. Ihr seht, wir haben sogar die Jacke an, weil doch der Wind arg frisch ist. So, jetzt gucken wir mal, jetzt geht es eigentlich hauptsächlich vom Kamm. Immer wieder ein bisschen runter, ein bisschen rauf. Aber nicht mehr so die Anstiege wie gerade. Hey, die Witzka, da weißt du, was du gemacht hast. Jetzt gucken wir mal die Aussicht an. Na, schade, ne? Ist ein bisschen arg neblig. Ein bisschen ist gut. Ich weiß gerade, warum das so diesig ist heute. Wir hoffen, dass das Wetter einigermaßen hebt, dass es nur örtliche oder lokale Schauer gibt, die wo hier ab Mittwoch, Donnerstag angesagt sind. Und wir haben ja alles dabei. Wir sind jetzt in Hölle. Helle.
Da mussten wir jetzt anhalten hier. Das war super, diese Felsformation. Voll geil. Gut, gell? Dreckiges Licht. Super. Egal. So. Da vorne ist der Frierlurch. Das ist die, die holt man gerade übers Ohr schon wieder. 30 Grad wären so schön. Gell? Ja. Deshalb fahren wir jetzt mal wieder weiter, dass uns warm bleibt. Neben der Straße haben wir am Parkplatz jetzt angehalten, weil es war es 2:30. Jetzt wird es Zeit, dass wir was essen langsam. Haben einen schönen Tisch gefunden, wie man hier sieht. Und tun jetzt erstmal richtig lecker essen. Und zwar gibt es heute Thunfischbrötchen mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Und das ist was Leckeres. Fisch. Und dazu habe ich mir einen Radler geholt, eisgekühlt. Das ist jetzt sogar noch nach 5 Stunden noch ziemlich warm, kühl. Mal gut, das Wetter ist prädestiniert, dass es nicht warm wird. Perlenbacher ist irgendwie so eine Lidl-Marke, glaube ich. Schmeckt aber gar nicht mal. Schmeckt aber gar nicht mal so schlecht. Schmeckt echt gut. So, und werden wir jetzt essen? Werden wir uns unterhalten, wie wir weiterverfahren mit den Fahrrädern. Also Mahlzeit. So, wie ihr seht, Zelt steht, Verena kocht,
Und wir haben noch ein super, super geiles Wetter jetzt gekriegt. So richtig, die Sonne kommt jetzt noch raus. Das ist richtig geil. Auf jeden Fall. Laut meinem Tacho sind wir jetzt 66 Kilometer gefahren. Das war schon anstrengend. Das war herausfordernd. Für mich. Für Verena jetzt weniger. In diesem Fall warten wir jetzt noch, bis Essen durch ist. Dann wird gegessen. Dann wird geduscht. Und dann wird am Abend noch ein bisschen gechillt. WLAN haben wir ja auch. Ist echt super. Also mittlerweile jeder Campingplatz hat irgendwie ein WLAN dazu. Ist echt super. Also wir sind echt begeistert. Das Wetter soll auch einigermaßen passen, haben wir heute gesehen. Soll erst am Freitag Regenwahrscheinlichkeit 50% haben. Ja. Läuft. Jetzt gucke ich mal den kleinen Zwuckelzwerg an, wie der interessiert nachguckt. Die kann das selber kochen am nächsten Mal. Ja, was da gekocht wird. Brutal. Brutal. Vater hat sich ein schönes Lagerbier geholt und noch ein Radler für nachher. Gut, für 1,50 die Flasche kann man sich nicht beschweren, das passt. Und ist kühl. Und es ist Wahnsinn, wie viele Schweizer das hier sind. Schweizer, Schweden, Rentner fahren da eine Reihe ohne Ende. Vier Mädels sind wir vorhin drauf, die sind auch wieder Fahrräder angekommen. Verena hat gemeint, die kam aus Berlin. Die sind aber mit dem Fahrrad nicht von Berlin hierher gefahren, sondern irgendwie im Zug wohin. Und dafür sind sie 3 Wochen unterwegs insgesamt, auch Fahrrad. Und, naja. Sie hat vorhin schon gemeint, Verena, die sind minimalistisch unterwegs als wir. Okay, in dem Fall treffen wir uns vielleicht nachher nochmal, wenn ich lustig bin und die Apparatur anmache. Und irgendwie sind wir heute groggy. Aber lassen wir uns überraschen. Der Tag heute war erfolgreich für uns alle. Wir sind zufrieden.